Folge um die 2. Wieder dabei, der liebe Justin. Gute. Gute, jo. Da, wo wir aufgehört haben, jetzt sind wir wieder auf dem aktuellen Weg der Linie 212. Das heißt, wir werden jetzt einmal hier kurz um den Block fahren. Für mich sieht es da schlecht aus. Und dann schalte den nächsten Umlauf. Ja, ich habe ja gar keinen Umlauf. Ich muss jetzt zurück ins Büro. Ja. Damit den Umlauf nehmen. So, wann läuft hier Kai durch die Gegend? So. Ja, hast du noch 6 Minuten, das schaffst du. Ja, ja, muss erstmal zurück ins Büro laufen. Genau, wir haben uns in der letzten Folge ein bisschen von Assassin's Creed geredet. Vor allem noch mit Mirage und der Spielzeit. Also ich muss sagen, die Grafik hat sich aber verbessert, ne? Ja, gut, okay. Aber du darfst halt, wenn du halt guckst so mit den Jahren, so Black Flag ist aus 2013, ne? Also. Ja gut, das stimmt. Da hast du ja eigentlich auch wieder recht. Aber ich meine, ja, war richtig. Ich kann genau nur von Herten ausfahren. Ja. Ja, dann kommst du mal halt entgegen, das ist auch egal. Ja. Warum fährst du eigentlich nicht die Bonustouren, die aktuell bis 15.11. gehen? Guten Tag. Das ist jetzt zu spät. Eine Person, weißt du, für A, bitte. Gerne. Danke sehr. Bitteschön. Sehr mein nett. Gott, haben wir hier Busse rumstehen. Immer. Der liebe Justin. Der Gelenkbusse als Solobusse. Na, ja, das glaube ich doch. Das glaube ich dir. Ich bin mein Kontrolleur nicht verfügbar. Drecksack. Egal. So. Was haben wir denn? 14.05 Uhr. Wir haben es hier. Gehen wir mal auf realer Zeit. Ach, die Herbstferien sind zu Ende. So, haben wir noch ein paar Minuten. Warte mal. Was war die letzte Tour? 255. Ach ja, genau. Das war der Rückläufer, der noch gefehlt hat. So, machen wir schon die Videobenennung. 55 Rück. So. Ja, aber wie gesagt, von der Grafik her muss ich sagen, hat sich deutlich verbessert. Also. Mhm. Gut, storymäßig weiß ich jetzt nicht. Also. Für VR muss ich sagen, ist das richtig gut, was sie da angekündigt haben. Also da muss ich auch nochmal sagen. Aber da ist es auch wieder so. Wo ich das Problem sehe, wenn du die VR-Brille hast und du hast ja deinen eigenen Raum, alles um dich rum und du, haha, kämpfst ja den ganzen Kram. Mhm. Also, die, wo das besitzen, denen gönne ich das, aber für mich persönlich wäre das nix. Ich sag dir ehrlich, mein Bruder, der besitzt eine VR-Brille für die PlayStation. Mhm. Der spielt auch viele VR-Spiele, unter anderem auch Iron Man als VR-Spiel. Iron Man hat. Ja. Also die VR-Brille, das ist mega geil, ne? Also, wenn du das Ding auffasst, meinst du wirklich, du hängst in diesem Anzug drin, ne? Der zeigt das ganze Head-Up-Display an vom Helm so volle Kanne. Mhm. Aber wenn du da kämpfst, ne, du darfst halt einfach nichts in der Nähe stehen haben. So, also rein theoretisch müsstest du einen leeren Raum haben, wo nur ein Fernseher hängt, mit der PlayStation dran. Damit er auch bloß nichts wegreißt. Ne? Also mein Cousin damals, Weihnachten, hat da noch VR gespielt. Du siehst ja einfach nichts. Ne? War da am Schlagen und am Tun und am Lachen und hat den Computerbildschirm weggerissen. Und hat den runtergeschippert, so, weil du einfach nichts siehst. Also du darfst da einfach dann auch nichts stehen haben. Ne? Sonst bist du echt dran. Krass, krass. Also das ist Wahnsinn, ey. Das könnte dich schon echt triggern.
Das ist Wahnsinn. Kann ich dir aber sagen. So, jetzt muss ich noch dran denken. Wir hatten, was haben wir für morgen gesagt? Genau. Muss ich mal gerade nochmal schnell notieren, damit ich das nicht vergesse. 14 und SLR. Genau. Das passt. So. Ah, jetzt warten wir noch ein bisschen. Bis 11 nach. Stehen da überhaupt noch Leute? Nö. Aber ich weiß, du hast in letzter Zeit hatten wir echt viele wenig Fahrgäste, ne? Auf den Kurztrips da. So. Oh, da können wir losfahren. So, ab nach Herten. Was steht bei dir heute Abend dran, Justin? Also. Freiheit. Hoppala. Oh, sie stehen noch alle. Sie stehen noch. Ja, auf jeden Fall freue ich mich, wenn dann die nächsten Updates kommen. Was die vorhaben. Ja, ich mit meinem Skin, naja. Muss man mal gucken. Ob ich das, wie ich mir das da vorstelle. Ist wirklich so, also kreativ ja, aber ich hätte halt viel, viel, viel mehr gerne diese Schnörkel drin. Oder verschiedene, wie nennt man das? Ich weiß nur vom Photoshop, dass du gewisse Anfang- und Endpunkte ein bisschen markieren kannst, auf verschiedener Ebene. Und dass das auch wirklich grafiklich nach was aussieht. Nicht irgendwie abgerissen oder wo die Markierungen quasi sind. Also, man nimmt ein Blech, ja, und du hast halt diese Kante da, ja. Du willst nicht diese Kante und nicht diese Kante quasi bemalen, sondern im einen Strich komplett so, durch. Baby. Ja, und bei mir ist halt das Problem, ich sehe das nicht bei Paint.net, da bin ich drüber. Und es sieht dann halt auf dem Bild, oder wenn du dann den Truck dann das vor dir hast, siehst du quasi den Übergang über die Kante. Und das sieht richtig blöd aus. So. Das sieht nämlich richtig doof aus. Was nur einer will mit, das ist gut. I'd like a day ticket for one person, please. Jo, ja. Ich nix Englisch. Dutsch. Reicht. Letzte Aufnahme oder was? Oh, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ist zwar jetzt halt nur Ruhrgebiet, was wir heute verfahren, aber. Das kann ja auch nächstes Mal wieder Städtedreieck werden oder so. Der war auch in Betrieb aufnehmen. Weil wir haben über 50.000 jetzt.
Warte, warte. Also, Steuer kommt noch. Ja, die Einnahmen sind sowieso höher als die Ausgaben schon. Schon allein durch die Einnahme der Steuer. Warte. Halt an der Strategie fest. Obwohl, nee, wir machen es mal nicht, weil Ruhrgebiet ist in der Verlängerung schon echt teuer. 28. Die ist drin. Die 28.000, unsere zwei Busse, das ist eingefahren. Das ist drin. So. Hallo. Hallo. Hi. Wagesticket, Preisstufe A, bitte. Bitte schön. Hi. Guten Tag. Ja, aber kann man ja mal im nächsten Monat überlegen, Städtedreiecken draufzunehmen. Ja, genau. Was hat Hohenkirchen denn noch gekostet? Boah, weiß ich gar nicht mehr. Aber so teuer war die nicht. Okay, weil ich würde die gerne nochmal mit hinzu, also nächsten Monat mitnehmen. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Weil. Wir verlängern nur noch das und kaufen nur noch das, was auch wirklich gefahren wird. Genau. Na gut, Ruhrgebiet wird sowieso gefahren. Ein Kostenfaktor, den will ich einsparen. Also ich will kein Geld rausschmeißen für eine Map, die nicht gefahren wird. Genau. Im Hohenkirchen, wie gesagt, die will ich auch. Wie wär's? Das war doch eine schöne Abschlussfahrt. Hohenkirchen? Hm? Ja, kann man machen. Dort wär, bin ich auch dafür. Das haben wir auch wirklich. Kann man machen. Aber ich nehme nicht den Iveco. In den Weg? Nein, 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 nein. Der ich nehme meine GC2. Der halb-halb ist ja schon okay, aber... Okay, ihr habt mich überzeugt. Wir nehmen ihn trotzdem. Machen wir den... Ich habe ihn vorgestellt, dann können wir ihn auch fahren. Hätte ich... Wir machen es einfach. Ich kann nicht nur immer das fahren, was ich will, ey. Ich möchte auch das fahren, was da ist. Ja, ehrlich. Wofür stehen da neun Busse rum? Ein Erwachsenen-Ticket, bitte. Oh, Leute, geht doch einfach weiter. Ihr habt doch ein Monatsticket. Egal, ich kassiere schon wieder da Minus. Nein. Naja. Aber ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich voll auf morgen. Ich mich nicht. Auf Final. Ah doch, ja, morgen. Ich freue mich nicht auf morgen. Wieso? Wenn man der ganze Hütte hier putzen muss. Hm. Justin darf Bus putzen. Ja, unsere Katze hat Flöhe mitgebracht. Die haben sich irgendwo eingenistet und jetzt bleibt nur noch eins, Hütte ausbomben. Oh Gott. Und dann muss der ganze Mist auch noch geputzt werden. Das ist mies. Ja klar. Das ist mies. Alter, was ist denn jetzt los? Jetzt kriege ich 2 Minuten 30 rein. Guten Tag. Also jetzt drücke ich mal aufs Knallgas, ey. Heftig. Alles klar, Sus. Viel Spaß.
So. Das wird ja immer mehr, sag mal. Ich weiß nicht, was du hast. Ich glaube, ich habe meinen Fahrplan gekillt. Nächste Lost Boy Tour. Ah, ist doch fast noch. Na komm schon, Ampel schalt um. Zwar schön den Motor aufholen lassen, damit ich danach vom Gas gehen kann. So macht man das. Den lass mich auf jeden Fall nochmal fixen. Das geht gar nicht anders. Ich glaube, ich habe falschen Umlauf mit drin. Das könnte auch sein, dass du einen falschen Umlauf hast. Nee, der Umlauf dort, der Umlauf ist richtig. Hm. Ach. Aber. Sag mal. Türsteuerung, geil. Türsteuerung. Good afternoon. Also irgendwas scheint da wohl zu stimmen, ey. Ich hab keine Probleme. Sei ruhig da hinten. Oh mein Gott. Er hat den Fahrplan nicht geändert. Ja, kein Wunder. Lost. Richtig lost. Das war das Umlauf. Umlauf 1, oh mein Gott, ey. Warum hast du nicht unten erste Einsatzhaltestelle deine aktuelle angegeben? Puh.